Da sind wir wieder bei Stix. Der Meister der Schatten ist immer noch beschäftigt, einen Weg aus diesem Raum zu finden. Die Wachen sind einsatzbereit, auf der Hut und bewaffnet. Die Verzweiflung ist Stix ins Gesicht geschrieben. Nicht wahr? Haben wir nichts übersehen? No way to go through here. I gotta find another way. Schon gut. Was würde ich jetzt für den Goldharztrank geben, weil dann könnten wir uns wieder unsichtbar machen? Goldharz? Goldharz, bist du hier? Amber? Amber? Hey. Nein. Okay, ich dachte gerade, dass das jetzt ein anderer Weg wäre, aber nein, wir sind genau dort, wo wir auch schon waren. Los, krieg da rein, Stix. Was zum Teufel sollen wir tun? Von hier aus könnten wir den Kronleuchter herunterschießen. Das mache ich jetzt. Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Wir hatten ihn im Visier. Hat er jetzt gegen die Säule? Stix, was ist los mit dir? Bist du betrunken? Siehst du nicht mehr ganz geradeaus? Du alter Narr. Das wäre unsere Chance gewesen. Ich könnte jetzt laden, ich tue es aber nicht. Wahrscheinlich lade er sowieso irgendwann, weil wir wieder mal versagen werden. Aber die beiden sind... Ich habe jetzt keine Ahnung, ob der Magier uns sieht. Ich meine, der lehnt hier. Er scheint uns zu sehen, weil da oben der Pfeil in die Richtung zeigt. Oh oh. Moment. Geht sich das aus? Geht sich das aus? Passt, er hat seinen Baldrian genommen und ist wieder beruhigt. Oh Mann, ich würde die beiden da gerne... Ich würde die so... So gerne loswerden, oder vor allem den da drüben, der bei der Tür steht. Der ist mein Dorn im Auge. Ob sich... Ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass das funktionieren wird. Schön für uns. Kleine Schritte führen ebenfalls zum Ergebnis. Und mit unseren winzigen Füßlein sind die Schritte zwangsweise sehr klein. Aber das ist trotzdem sinnlos, hier zu sein. Der Typ steht ja trotzdem dort. Es muss ja doch eine Möglichkeit geben... Möglichkeit geben, irgendwie wegzukommen, ohne dass wir hier durch müssen. Stix hasst Räume. Räume sind kleine Gefängnisse. Die offen stehen. Und somit keinen Sinn ergeben. Los, ab und los!
Hier ist der Tresorraum, in dem wir auch schon mal waren. Der Tresor ist leer, aber trotzdem ist der Raum stark bewacht. Ja, noch stärker als das letzte Mal, als wir hier waren. Das ist großartig. Das. Wie viel Personal haben die eigentlich? 2 Elfen. Also sind's 12. Mit denen hatten wir es ja bisher gar nichts zu tun. Ich habe keine Ahnung, was deren Stärke ist, außer groß zu sein und hässlich. Und ja, hässlich zu sein ist eine Stärke. Styx kann ein Buch drüber schreiben. Sauhässlich, das Buch zum Film. Wir könnten darüber. Moment, ich lese mal kurz nach. Also, ich muss schnell zur Landeplattform. Ich sollte ein Ablenkungsmanöver durchführen. Sollte ich das? Wenn Styx mir das sagt, dann werde ich das tun. Entschuldigung, Manfred natürlich. Manfred, entschuldige Manfred, ich wollte dich jetzt auf keinen Fall beleidigen. Das ist ja. Es ist meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich möglich, hier durchzukommen. Ja, eben. Der sieht uns ja sofort. Das ist so sinnlos, gerade hier zu sein. Ich werde. Ja, schon gut. Gut, der eine schläft, der andere marschiert. Los, Styx. Manfred. Zeig, was du kannst. Okay, wir lassen jetzt einfach die Nebenmission sein. Ist mir gerade echt egal. Elf, I'm bringing Querberus to you. Be ready to leave. Damn it, I hope I'm not too late. Eigentlich ist es ja irgendwie unfair, dass Styx jetzt, Manfred, verdammt, ich sollte mir so ein Namensschild hier nur aufkleben, dass Manfred jetzt die gesamte Bürde auf seinen Schultern trägt, einen Krieg zwischen Menschen und Elfen zu verhindern. Dabei weiß er doch nicht mal selbst, wer er ist. Und wie kommen wir hier runter, verdammt? Ziehen einen Unterweg hier? Ja. Natürlich. Stimmt, ich erinnere mich, hier waren wir auch bereits mal. Die Déjà-vus in diesem Spiel nehmen zahlreich zu. Oh oh. Dürfen wir eigentlich wieder töten? Ich muss Querberus finden. Okay, wir müssen Querberus finden, aber ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt wieder töten dürfen. Kommt er hier hoch? Nein, der kommt nicht hier hoch. Moins? Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh.
Hier darfst du liegen. Sand können wir brauchen, okay. Stimmt, wir haben es ja vor kurzem mal eingesetzt. Einer der seltenen Momente, wo der Sand einen Zweck erfüllt. Der ist in sein Buch vertieft. Und neben ihm ein Säurefläschchen. Oh, der hat einen Heiltrank, weiß ich, aber ich glaube, es ist egal. Wir sind ja immer noch voll und haben immer noch 3 Fläschchen. Ich werde gleich mal einen Säuretrank einsetzen. Ciao. Falls du in deinem Buch eine Lösung gesucht hast, ich habe sie dir gebracht. Dunkelheit. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich in letzter Zeit das Abdunkeln vernachlässige. Das Spiel geht schon relativ lange, habe ich das Gefühl. Es streckt sich schon ziemlich in die Länge, das Ganze. Vor kurzem habe ich gelesen, dass die Macher des Spiels ein neues Abenteuer für Styx in Planung haben. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Nachfolger wird, ein DLC, ein Add-on, keine Ahnung, was es wird. Aber ich vermute, wir werden ihn irgendwann wiedersehen, sollten wir dieses Spiel mal zu Ende spielen. Nein, hier runter. Genau. Man muss schon sagen, die Außenareale sind hübsch. Gefallen mir auf jeden Fall besser als die Innenräume, weil die doch relativ eintönig sind. Hey. No! So, dürfen wir? Die Mission geht weiter. Okay, wir dürfen. Wahrscheinlich, weil es einfach keiner gesehen hat oder es ist generell wieder erlaubt. Steht wirklich nichts da drin. Ich mache die Dokumente, von denen mir die Elfen erzählt hat. Über die Verbrennungsanlage sollte ich problemlos in die Bibliothek gelangen können. Dieses Mal kenne ich den Weg. Er sagte, ich würde dort alles finden, um Aarons Verrat an seinen Vater aufzudecken. Dann muss ich die Dokumente nur noch diesem blassen elfischen Botschafter geben, damit er Barrowman von den Intrigenplänen seines geliebten Sohnes erzählen kann. Du weißt, dass er tot ist? Das wird die Menschen so sehr in Aufregung versetzen, dass ich ungestört zu Querberus stoßen kann, der auf der Landeplattform auf mich warten soll. Das war doch Barrowman, der dort gestorben ist, oder? Do you remember Captain Oscar? He was amongst the first volunteers in Arkadash. I've heard of him. Is he dead? Apparently not. It seems he... Ach, das Gespräch kennen wir, ich glaube, von einer der ersten Folgen noch. Querbist da hinten. So viel Platz. Oh, da kommt gerade einer. Mal sehen, ob er uns eine gute Landemöglichkeit bietet. Jetzt hatte ich gerade einen Frosch im Hals und ich werde gesehen. Kein guter Tag für Styx. No! Tasty. Hast du ihm das Ohr abgebissen? Styx? Reiß dich zusammen. Andererseits, Styx, wofür brauchst du dann Säurefläschchen? Du könntest die Leichen einfach aufmümmeln. Mit jedem Level wird Styx fetter. Ah, Manfred! Manfred, verdammt! Manfred! Auf jeden Fall wird er fetter und fetter. Kugeliger und kugeliger. Das wäre mal witzig, oder? So ein Spiel, wo man wirklich sich durch die Levels fressen muss und mit jedem Level wird man immer dicker und dann ändert sich im Prinzip das Spielprinzip von Schleichen zu überrollen. Du kommst jetzt nicht hierher, oder? Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Ja. Und der tote Schwan. So. Den nutzen wir auch viel zu selten. Hier haben wir eine Möglichkeit. Wir sind jetzt im... Styx.
Wir brauchen einen alten und einen jungen Priester. No idea. Do like me. I chew them all day to soften them. Pilot, if you pay the price, some airship captains let you board into the hold, so you can get there. Klar, es ist ein Schiff, aber das ist nicht das, was wir brauchen. Mir sind jetzt gerade auch die ganzen Embleme oder sonst irgendwas egal, weil ich möchte jetzt einfach nur weiterkommen. Wir wurden genug aufgehalten in den letzten Folgen. Oh, ich erinnere mich an dieses Gestell. Das hat uns mal geholfen, eine gewisse Mission zu erledigen. Gut, das ist Vergangenheit. Der Weg, glaube ich, bringt uns hier nichts, oder? Vielleicht doch? Hey, nur noch 50 Meter knapp bis Kirby. Es läuft. Da er uns jetzt gesehen hat, würde ich behaupten, wir sehen uns auch bald wieder in der nächsten Folge. Macht's gut!